Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hardware-Rat, günstige Gaming-PCs und Hardware mit dem Gaming-PC Intel 1300.2, das hier sind nur die technischen Daten, für 1389 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst noch ein kleiner Hinweis, wer irgendwie Hilfe braucht bei einer Konfiguration oder ähnliches oder hat Probleme mit dem PC, gerne unseren Discord joinen. Unsere Berater freuen sich auf euch, die können euch dann so ein bisschen helfen. Da könnt ihr auch persönliche Gespräche mit denen führen per PN. Das muss nicht alles über den Server passieren. Kommt bitte nicht auf die Idee, mich anzuschreiben. Mein Postfach sieht so aus. Ich komme da echt nicht hinterher. Nimmt die Berater bzw. postet es auf den Server, da wird sich dann einer drum kümmern. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Also, wir haben hier den Gaming-PC Intel 1300.2, RTX 3070, i5 12411, 16 GB RAM sind da drin, 1 TB SSD und Windows 11 ist auch mit dabei. Das Bild hier ist halt kein Fake. Das ist halt einfach das Gehäuse. Ja, der Lüfter ist da drin, da ist vorne auch noch einer drin verbaut, das sieht man jetzt hier so nicht. So gefällt mir das. Ihr kennt mich ja, ich will ja entweder nur die Gehäuse haben oder wirklich das ganze System, wie es wirklich da steht. Und bei Hardware-Rat kann man sowieso nicht großartig umkonfigurieren. Man könnte jetzt ein anderes Gehäuse nehmen oder eine weitere SSD, aber das war es dann auch. Gut, die haben hier unten noch so USB-Laufwerke, die man sich dabei holen kann. Ja, okay. Aber so wie die Systeme da stehen, sind sie standalone einfach da. Ihr könnt da nichts mehr ändern. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber das macht den Preispunkt natürlich ein bisschen günstiger, weil dann zum Beispiel Hardware-Rat sagen kann, hey, ich bestelle jetzt 200 Mainboards von dem und dem und kriege das Ganze dann günstiger. Hier haben wir auch schon die technischen Daten. Hier ist als Prozessor ein Intel Core i5 12400F drin. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz, der kann auch ein bisschen mehr. 3600 MHz und so überhaupt kein Problem. Ist hier sogar verbaut, finde ich ganz gut. Wenn ihr streamen wollt, nehmt lieber einen 8-Kerner. Selbst wenn ihr über die Grafikkarte rendert, weil das System wird schon belastet beim Stream. Ihr habt ja dann nicht nur OBS offen, sondern das Game selber, was auch noch belastet. Dann vielleicht Dixpa oder irgendwelche andere Zusatzsoftware für euer Stream Deck und so. Das zehrt schon ganz schön an der CPU und ich würde da wirklich dann auf den 8-Kerner gehen. Zum Zocken reicht der hier dicke. Es will auch nicht jeder streamen, deswegen sage ich es dabei. 6 Kerne, 12 Threads, zum Zocken auf jeden Fall in Ordnung. 8 Kerner lieber, wenn ihr streamen wollt. Das ist auch schon die aktuellste Generation, die 12.000er, das ist auch okay. Und der kostet 177 Euro bei Mindfactory. Als Prozessor kühl bekommen wir den Silentium PC Fera 5. Der hat laut Hersteller eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Glaube ich kein Stück. Könnte ich aber auch mal testen. Ich hatte ja schon mal so einen CPU-Kühler-Test gemacht. Vielleicht bestelle ich mir den mal. Weil wenn man so überlegt, so ein BeQuiet, so ein PureRock oder was, die haben auch nicht 220 Watt TDP, was sie abführen können. Der reicht für den Prozessor auf jeden Fall. Der 12400F ist jetzt nicht so ein Hitzkopf. Nur diese Angabe hier, die finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Hat auch kein Bling-Bling oder ähnliches. Das heißt, ihr habt da kaum RGB drin, beziehungsweise gar kein RGB in diesem Case. Die Grafikkarte eventuell, je nachdem, welche ihr bekommt. Das ist ja hier offen. Das ist aber wirklich nur ein technisches System, was kein Bling-Bling hat, wo ihr nur mit zocken könnt und alles ist in Ordnung. Weil Bling-Bling kostet ja meistens immer Aufpreis. Immerhin hat der eine Herstellergarantie von 6 Jahren, das ist schon ganz ordentlich. Das Einzige, was hier kaputt gehen kann, ist eben dieser Lüfter hier vorne. Den könnt ihr aber auch tauschen, der ist nur mit diesen Metallklemmen hier festgemacht. Aber da könntet ihr auch, wenn ihr wolltet, einen RGB-Lüfter draufklemmen. 120x120 mm, die passen da eigentlich alle drauf mit einem guten Luftdurchsatz. Achtet da bitte drauf. Und dann habt ihr auch ein bisschen Bling-Bling im Case, wenn ihr das unbedingt wollt. Und der kostet 27,99 € direkt bei Hardware-Rat. Als Mainboard bekommen wir einen Gigabyte B660M DS3H. Ja, Micro-ATX. Ihr kennt mich. Es ist ein Full-ATX-Gehäuse, es ist ein Micro-ATX-Board. Finde ich, sieht immer ziemlich scheiße aus. Erweiterbarkeit ist da dann auch nicht so krass gegeben. Ihr könnt ein bisschen erweitern, ja, aber nicht wie so bei einem Full-ATX-Board zum Beispiel. Das hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler. Da hatte Hardware-Rat aber auch in den Kommentaren bei dem letzten Video geantwortet, ja, die sind nur dafür da, wenn der Prozessor eine integrierte Grafikeinheit hat und ihr das Bild übers Mainboard da zieht, dafür sind die Spannungswandler. Tut ihr hier nicht, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das ist dieses F-Suffix, da steht ja 12400F.
Ich finde es trotzdem nicht so geil. Hier vorne sind sie zwar gekühlt, hier oben nicht. Naja, vier RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, hier kommt eine Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr, wenn ihr Pech habt, nicht benutzen, weil der zu nah an der Grafikkarte liegt und dann von dem Kühler überdeckt wird. Hier kann noch eine SSD verbaut werden und den hier könnt ihr für eine WLAN-Karte oder so nehmen. Das funktioniert dann noch. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB Typ C 3.1. Hier diese Sache mit den Grafikanschlüssen, hier haben wir ja HDMI und DisplayPort und VGA sogar noch. Die könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Hier zweimal USB 2.0 und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist für alte Peripherie, Mäuse und Tastaturen. Ja, man muss halt sagen, das Board ist nichts Besonderes. Es ist halt einfach so, es ist Micro ATX. Wen das nicht stört, bitte, könnt ihr nehmen. Das raucht euch jetzt nicht ab oder so. Ich finde es allerdings immer schade, wenn man Micro ATX in ein ATX Case reinbaut. Das ist eher so für kleine Rechner, beziehungsweise Bürorechner zum Beispiel. Deswegen hat das auch so viele Grafikanschlüsse, weil damit im Büro gearbeitet werden soll. Das ist zum Zocken eigentlich nicht so das Wahre. Meiner Meinung nach, wenn ihr das anders seht, bitte. Und das kostet 109,77 € bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x8 GB DDR4, 3600 MHz, CL18, Good RAM, IRDM. Ist jetzt natürlich auch nicht so eine Marke wie zum Beispiel Corsair oder Kingston oder wie sie alle heißen, G-Skill, ja. Das ist einfach nur Good RAM, der macht seinen Job. 3600 MHz ist über der Spezifikation von Intel, das finde ich gut, das spreche ich auch immer wieder an. Wir haben Dual Channel, auch ganz wichtig. Solltet ihr einen PC haben mit nur einem Riegel drin, seht zu, dass ihr noch einen zweiten dabei kriegt. Am besten der gleiche Hersteller und die gleiche Kennung. Steht meistens auf dem Riegel drauf. Weil wenn ihr nur einen verbaut habt, könnt ihr bis zu 30% FPS-Verlust haben. Hier ist es natürlich nicht so, ihr habt die Dual-Channel, das finde ich auch gut. 16 GB in der Preisklasse auch völlig ausreichend. Solltet ihr wirklich mit dem Gedanken spielen, mal irgendwann zu streamen oder so, rüstet vielleicht auf 32. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich habe 32 GB im System. Wenn ich streame, beziehungsweise auch Videos aufnehme oder so, dann braucht er schon ein bisschen mehr Speicher. Und der kostet 72,45 € bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine 1 TB M2 NVMe Crucial P2. Ja, die zeige ich ja immer ganz oft. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 1800 MB/s. Die reicht zum Zocken völlig aus. Ihr braucht da nicht noch schnellere. Klar, es gibt noch welche mit 3500 MB/s oder gar 7000 MB/s. Aber ich kenne kein Spiel, was jetzt 7 GB pro Sekunde in den Speicher reinlädt. Und selbst wenn, ist das ein Unterschied, wenn ihr die jetzt nehmen würdet von 3 Sekunden. Ob das so wichtig ist? 1 TB in der Preisklasse auch noch in Ordnung. Vielleicht schustert ihr euch noch eine zweite dabei, wenn ihr wirklich viele Spiele habt, aber das reicht erstmal aus. Wie gesagt, auch von der Geschwindigkeit. Empfehlen wir auch ziemlich oft als 1 TB-Variante, wenn das so ein bisschen in Richtung Budget geht. Das ist schon okay. Und die kostet 86,80 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 8 GB Nvidia RTX 3070. Da wisst ihr jetzt natürlich nicht, was ihr bekommt. Deswegen nehme ich immer die günstigste am Markt, damit wir auf den Preispunkt kommen. Wir nehmen jetzt einfach die Inno 3D GeForce RTX 3070 Twin X2 LAR. Das ist eine gute Grafikkarte, sag ich jetzt immer so Midrange. Es gibt ja auch noch die Oberklasse-Grafikkarten, zum Beispiel 3080 Ti und so. Da kommen noch ein paar danach, aber zum normalen Zocken reicht die eigentlich völlig aus. AAA-Titel und so, je nachdem, was ihr für Einstellungen habt. Cyberpunk f*** natürlich alles weg, das ist klar. Aber alle anderen Spiele, so Far Cry und so, das wird damit schon laufen. Ich finde 8 GB in der heutigen Zeit immer ein bisschen mager. Da kann jetzt aber Hardware-Rat nichts zu, das ist wegen den Grafikkartenherstellern. AMD geht da einen ganz anderen Weg. AMD hat meistens immer mehr Speicher als Nvidia. Den FPS-Test dazu, den findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Und die kostet 689 € bei Notebooks billiger. Als Netzteil bekommen wir ein 500 Watt 80 plus Gold Cooling Enclave. Ich weiß, dass diese Netzteile auf Cooler Master basieren. Es gibt eine Liste im Internet, die heißt PSU Tier List, da könnt ihr dann gucken. Und das basiert auf Cooler Master. Ich halte davon jetzt nicht sonderlich viel. Ist jetzt halt nicht so Marke wie Bequiet oder Corsair oder ähnliches. 500 Watt finde ich auch schon schwierig. Immerhin ist es vollmodular, hat 3 Jahre Garantie, ja okay, 80 plus Goldstandard, sollte man auch erwarten in der Preisklasse. Das mit dem vollmodular, ob euch das was angeht, das Ding kommt ja fertig gebaut zu euch nach Hause. Da werden die Kabel, die nicht benötigt werden, aus dem Gehäuse rausgelassen, die liegen dann im Karton. Wenn ihr später was erweitert, könnt ihr die einfach anstecken, okay. Schauen wir uns aber den Netzteilrechner an, liegen wir halt bei der maximalen Leistungsaufnahme bei 433 Watt mit Puffer 483. Das reicht rechnerisch aus. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ihr später irgendwas nachrüsten wollt oder so, wird es dann irgendwann eng. Bei einem Lüfter oder so reden wir nicht drüber. Aber wenn ihr einen stärkeren Prozessor reinbauen wollt oder vielleicht sogar noch eine stärkere Grafikkarte, je nachdem, ein bisschen RGB-Bling-Bling, das sammelt sich und dann seid ihr schon über diesen 500 Watt. Außerdem seid ihr da nicht effizient unterwegs. Ihr seid bei 50% Auslastung bei einem Netzteil immer am effizientesten. Dann erfüllt ihr auch diese 80 plus Gold, dann seid ihr irgendwo bei 90% Effizienz oder so oder 88. Ich finde es ein bisschen knapp gewählt. 600 Watt hätte ich lieber gesehen. Vor allen Dingen, so eine Grafikkarte hat auch mal richtige Lastspitzen. Und dann wird das wieder ein bisschen eng. Und das kostet 62,38 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Funtex P300A, 2 Lüfter vorinstalliert. Ich sehe gerade, dass die wohl einen Lüfter extra mit verbauen. Und zwar haben wir einen Lüfter hier hinten, 120 mm, aber vorne sind halt optional.
Das heißt, die packen wirklich noch einen Lüfter mit dabei, damit der Airflow gegeben ist. Kalte Luft unten vorne rein, warme Luft oben raus. Dann tut mir bitte den Gefallen und rechnet hinterher einfach, sagen wir mal, noch 10 Euro obendrauf bei dem Warenkorb wegen dem Preispunkt. Das ist ungefähr das, was so ein Lüfter kostet. Ansonsten ist das natürlich ein schlichtes Gehäuse, kein RGB-Bling-Bling. Es hat eine Mesh-Front, das finde ich gut, wegen dem Airflow, was ich eben angesprochen habe. Es ist genug Platz da drin, ist halt nichts Besonderes. Ist jetzt nicht so Bling-Bling, hier RGB-Streifen und tausende Anschlüsse und so. Es ist einfach nur ein funktionelles Gehäuse. Ich glaube auch nicht, dass das Kabelmanagement da so geil ist, aber naja gut, da müsst ihr euch ja nicht mit beschäftigen. Und das kostet auch 64,90 Euro bei Hardware-Rad. Ja, hier steht es auch nochmal, zusätzlicher Lüfter, einmal 120 mm, rechnet hinterher einfach noch 10 Euro drauf. Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64-Bit. Sollte man natürlich nehmen, wenn man die aktuelle Intel-Generation hat. Hier haben wir allerdings keine Efficiency- und Performance-Cores bei diesem Prozessor, deswegen finde ich es da schon uninteressant. Da würde ich lieber auf Windows 10 gehen. Windows 10 ist deutlich stabiler, was Treiber und Spiele und so weiter angeht. Also wir haben in der Community schon oft Probleme gehört, Frame-Drops oder Treiberabstürze unter Windows 11. Geht lieber auf Windows 10, ihr könnt es ja hinterher auch noch nachinstallieren. Ansonsten seid ihr mit Windows 11 natürlich gerade aktuell ganz vorne mit dabei. Klar ist das aktuellste Betriebssystem, ist auch schön, dass es dabei packen. Ich persönlich würde sagen, Windows 10 wäre besser für euch erstmal, bis Windows 11 richtig ausgereift ist. Und das kostet 69,47 Euro bei SK Computer Alsdorf. Ich habe den Lüfter jetzt doch noch mit dabei gepackt, braucht also doch nichts mehr draufrechnen. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard. Der angesprochene Lüfter ist sogar ein BeQuiet in dem Fall, kostet 6,41 Euro für die, die es interessiert. Den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.366,17 Euro, das System soll kosten, 1.389,99 Euro. Preislich gesehen, top. Kritik, Netzteil und Mainboard. Meine persönliche Kritik daran. Netzteil zu klein, dimensioniert mit 500 Watt, Hersteller lassen wir jetzt mal dahingestellt. Mainboard, Micro-ATX in einem Full-ATX-Case, überhaupt nicht mein Fall. Auch die fehlenden Spannungswandlerkühler, klar, sind nur für die interne Grafikeinheit, hat der Prozessor auch nicht. Aber ich finde das immer wichtig, dass sowas ausgestattet ist, falls mal jemand auf die Idee kommt, was umzubauen. Was die wenigsten natürlich tun, aber es ist halt so, da achte ich persönlich immer drauf, wenn ich anderen Leuten was zusammenstelle. Wir merken uns jetzt auch einfach mal diesen Preispunkt mit den technischen Eckdaten. Da geht es gar nicht so in die Tiefe, sondern einfach nur 1389, also sagen wir 1400 Euro. Wir haben eine 3070 und 12400F. Gucken wir uns von Hardware-Deals die PCs an, hat der sowas nicht im Angebot. Es gibt eine 3060 Ti mit 12400F, ja, für 100 Euro weniger. Und hier habt ihr 12400F mit einer 3070 für 100 Euro mehr. Da habt ihr natürlich etwas andere Sachen drin, ein anderes Mainboard und so, aber die technischen Eckdaten sind circa gleich. 1 TB SSD, 16 GB RAM, 3070, 12400F. Also bei Hardware-Deals, bei den Dubaro-Konfigurationen, gibt es etwas Ähnliches nicht zum gleichen Preis. Gucken wir uns die von PC Games Hardware an, die ganzen Ratgeber-Editionen, dann habt ihr halt hier 11.411, das ist noch die ältere Generation, selbst da mit einer 3060 Ti, die auch schwächer ist, 1.400 Euro. Also brauchen wir bei den anderen quasi gar nicht mehr gucken. Hier 1500, da hätten wir einen 5600X mit der 6700 XT. Hat mit dem vorherigen System gar nichts zu tun. Wenn wir uns die Systeme von Daniel angucken, also von Kreativecke, dann haben wir hier auch nur ein 11411 mit einer 3060 Ti, auch für 1350. Danach gibt es halt erstmal nichts mehr. Wenn wir uns die Dinger von Nilsson angucken, auch ein YouTuber, dann hat der auch nicht so viele Systeme im Angebot. Aber wollt ihr einen 12411 mit einer 3070, auch eine 1 TB SSD und 16 GB RAM, seid ihr bei 1500 Euro. Und wenn wir uns die Golem-PCs noch angucken, dann kriegt ihr halt für diese 1400 Euro auch ein 12400F, aber eben nur eine 3060 Ti. Klar, das Mainboard ist etwas anders, aber ihr seid da auch teurer und habt schlechtere Hardware. Das wollte ich nur mal so ansprechen. Ich gucke ja bei Dubaro meistens nach Alternativen oder Agando oder CSL oder ähnliches. Meistens landen wir auf Dubaro. Aber selbst da gibt es im Moment nichts Vergleichbares in so einer Konfiguration, was diesem Preispunkt gerecht wird. Entweder ist schlechtere Hardware drin für den Preispunkt oder es wird einfach teurer. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich wollte mal einen kleinen Vergleich machen. Ich finde das preis-leistungstechnisch echt gut, das System. Wie gesagt, Netzteil, Mainboard sind nicht mein Fall. Wenn ihr einfach nur zocken wollt und euch interessiert das nicht mit der Erweiterbarkeit und so, bitte dann macht es. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Joint unseren Discord, wie am Anfang schon gesagt. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.